Hallo und guten Morgen an die Welt da draußen. Willkommen zurück zu RIM. Ich bleib bei RIM, das klingt einfach besser. So, wir sind immer noch dabei, die Insel zu erkunden und haben auch erste Wandmalereien entdeckt in der letzten Folge, aber was genau dahinter steckt, das haben wir noch nicht herausgefunden. Aber wir haben nochmal die Gestalt mit dem roten Mandel gesehen. Also wir sind hier eindeutig nicht alleine. So. Ja. Ich wollte jetzt nicht... Kann ich drauf treten? Oh Gott, ich habe gerade zwei junge Vögel ermordet. Also, na dann schauen wir doch mal. Es gibt garantierten Erfolg, beziehungsweise eine Trophäe, wir sind ja auf der PS4, wenn man keine Eier zerstört. So, das ist wieder diese komische Kugel, die unseren Schreiber trägt, oder? Ja. Oha. Und damit haben wir den nächsten Teil des Rätsels gelöst. Bis hinten komme ich nicht hin. Gut, okay. So, na dann schauen wir doch mal, ob wir weiter hoch können. Hier können wir vielleicht auch mal einen Blick auf die gesamte Spielwelt erhaschen. Also nochmal, das mit den Eiern tut mir sehr leid. War keine Absicht. Oh Gott, hoffentlich nehmen die mir das jetzt nicht übel und vergehen sich an mir, während ich hier klettere. Ja. Gott, was für eine geile Aussicht. Geile Aussicht. Ich will mal einen Blick auf die Insel erhaschen. Also das ist die Spielwelt. Komme ich nicht hoch. Und unser Ziel ist dieser Turm. Da bin ich mal gespannt, wie viel Spiel hier versteckt ist, weil rein größenmäßig ist das ja echt... Ah ja, klein. Habe ich jetzt nichts dagegen. Also es kommt ja auf das Spiel an. Wenn die zu lang ist, ja auch nichts. Wenn wir da runterfallen, der Aufschlag hinterlässt Spuren. Nicht unbedingt an uns, aber auf dem Boden. Gott, diese Musik.
einfach geil. Ah, der Fuchs, ich höre ihn wieder. Also erstmal gucken, dass ich da wieder runterkomme. Das Gute ist, der Weg runter geht immer schneller. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist mein Fuchs? Wie geil! Oh. Das war weniger geil. Ich könnte den Weg jetzt ganz normal wieder runtergehen. Oder ich lasse mich einfach hier am Turm runterfallen. Das ist jetzt doof. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass ich da mich nirgends halten könnte. Nein, da bin ich ja hochgeklettert. Stimmt ja. Jetzt muss ich mir aber den Baum da mal näher ansehen. Das ist echt ein geiler Kontrast. Und das hier gibt ein wunderschönes Thumbnail. Jetzt ist die Frage, was hat es uns gebracht? Frage beantwortet. Kann man bestimmt abtauchen. Mehr scheinen wir da unten nicht entdecken zu können. Dann sehen wir doch mal hier oben noch mal nach. Hier muss irgendwo ein Schloss sein für diesen Schlüssel. So, da bin ich ja rüber gegangen. Okay. Ach,
dachte, das ist das Wandgemälde. Ach, danke. Ah, okay, jetzt muss ich den da... Muss ich den da jetzt hochlocken? Das ist auch wieder zeitlich begrenzt. Komm, hoch mit dir. Vielen Dank. Was ist denn das? Wow. Okay, eine zweite Energiequelle ist da noch nicht. Aber ich muss die da drauf bringen. Die werfen irgendwas? Das ist jetzt das erste Rätsel, wo ich schon nicht weiter weiß. Aber ich muss es lösen, sonst komme ich nicht raus. Garantiert was völlig Offensichtliches, wo ich einfach nicht drauf komme. Ach, ich habe was am Auge, Moment. So. Was war denn das gerade? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, tut mir leid. Ich habe gerade echt was am Auge. So. Das muss ich jetzt gerade nochmal ausprobieren. Wow. Ha. Es muss irgendwas bringen, dass ich die so... Warte mal.
Werfe ich die auf den Boden oder? Ach, irgendwas muss das doch bringen. Rein mit dir. Ha. Okay, es hilft mir auch nicht, hier wieder rauszukommen. Ich muss dieses Rätsel lösen, oder ich komme ja nicht raus. Aha! Okay, ich hab's. Ich wusste doch, dass man dieses blöde Ding werfen kann. Oh, ist schon Nacht. Ah, schön, mein Freund wieder. Also das war ja echt ein mieses Rätsel. Ach, da haben wir noch so eine Energiequelle. Deswegen kann ich das so auflösen, damit es wieder kommt, okay. Das ist jetzt einfach nur eine Geduldssache. Ach, komm, einfach such noch. Ach ja. Gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle endet die Folge dann auch. Gibt's hier was? Nein, schade. So, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.